Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, wir müssen jetzt dringend erstmal Geschäfte bauen, dass wir jetzt ein tierisches Minus sind. Nicht daran, dass ich die Richtlinie beim Campus angemacht habe. Das ist jetzt mehr oder weniger aber erstmal ein Test, um zu gucken, ob da wirklich die Attraktivität höher geht. So, Geschäfte sind dringend nötig. Ich habe, glaube ich, das Problem, bevor ich jetzt baue, dass ich viel zu viel Waren produziere. Ausgehende Verbindung. Das ist Import, Export. Waren, ja, es werden extrem viele Waren nach außen verkauft. Kaum, die werden gar nicht importiert. Alles klar? Ja. Dringend Geschäfte, da habe ich viel zu viel von durch diese Riesenindustrie-Kühe, die meckern hier mich überall schon rum. Hier passt nichts mehr weiter hin. Hier hatte ich auch schon bebaut, ja. So, es ist nur die Frage, wie mache ich das hier jetzt am besten? Ich kann natürlich nicht alles mit Geschäften vollbauen, aber es müssen definitiv noch Geschäfte hin. Hier ist auch schon. Gut. Ich bin da überlegen, hier noch einen Kreisel so mittig zu bauen. Diesmal aber nicht unbedingt mit einem Park oder sowas rein. Das kann man ja nur nicht jedes Mal machen. Das sieht dann auch schon ein bisschen merkwürdig aus. Ich nehme mal den, drück mal kurz Pause, gehe darauf, mach das wieder an. So. Der soll auch nicht allzu groß werden. Na, lass mich mal bitte bewegen. Danke. 3 ist, glaube ich, schon zu viel. Ein bisschen war ja nach da. So. Versuch mal einen Zweier. So. Hier 2. Da dann auch nochmal ein Zweier. Da. Da ebenfalls. Und dann darüber. Gut, das wird ein sehr kleiner Kreisel, aber es soll ja jetzt auch nicht wieder so ein großes Parkding werden. Müsste aber gehen, oder? Ja, eigentlich. Und ich darum jetzt auch nochmal einen Kreis ziehe? Wird das funktionieren, dass das hier ein kleiner runder Stadtteil wird? Müsste man echt probieren, ne? Müsste ich denn, glaube ich, von hier? Bloß der müsste dann bei 3 Strich, ne? Oder? Damit es hinhaut? Ne. Oder? Doch, das müsste hinhauen. Aber das ist ein bisschen dicht dran, ehrlich gesagt. Der müsste der Menschen ungefähr so. Und dann 3 Striche, ne? So, dann hier runter, aber auch auf 3 Strichen. Ah, es kommt dasselbe raus. Da geht er auch hier rüber. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass der sich hier genau außenrum anpasst? Wahrscheinlich gar nicht. Mit 3 Striche haut nicht hin. Warte mal, der andere war 2, ne? Und wenn ich hier 2,5 nehme, das ist ja auch blöd, das kriege ich doch gar nicht hin. Ne, 2,5 wäre auch zu viel. Zu wenig. 3,5 vielleicht. Und dann hier runter. Und wieder 3,5, das müsste ungefähr hinhauen, oder? Nö. Keine Ahnung, wie andere das so perfekt hinkriegen. Ich glaube, da gibt es eine Mod für. Also so definitiv nicht. Damit er genau gerade wird, müsste ich es so machen. Ich baue es jetzt einfach so. Scheiß drauf, ob es jetzt genau zusammenpasst. So. Nein, da rutsche ich ja immer dichter ran. Das wird definitiv kein gerader Kreisel. Ah, das ist doch wieder so eine Sache. Das ist doch... Nee, so wird das nichts. Wenn ich den jetzt so hinbauen würde, würde ich hier noch dichter ranrutschen. So, hier, dann müsste ich hier mich auch wieder 3 machen. Und dann würde der hier noch dichter rankommen. Dann müsste der bis dahin. Er rutscht ja immer dichter ran. Oder? So, und da müsste er dann auch wieder bis 3. Ungefähr so. Will er gar nicht, so. Der müsste dann wieder da ran. So ist es zwar ein runder Kreis, aber irgendwie ist der hier unten dichter ran gerutscht als da oben. Das ist schon merkwürdig. Wenn ich jetzt den Kleinen nochmal wegreiße, den Kleinen nochmal mittig hinbauen, geht das? So. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich müsste... Na, mittig funktioniert ja nicht. Ich müsste das schon ungefähr so machen. Dann wird der in der Mitte wahrscheinlich nicht gerade, aber...
Schnell, dann müsst ihr ein bisschen weiter. Ungefähr so. Ich meine, das ist zwar jetzt kein Kreis mehr, sondern eher ein Ei, aber sieht schon besser aus als vorher. Und hier nochmal, das haut gar nicht hin, das wäre zu dicht denn da dran, aber hier könnte man ja denn quasi eine abzweigen. Dann müsste ich jetzt einmal auf die gehen, ich mache das mal wieder aus. Dann müsste hier quasi gerade runter. Da müsste ich mal gucken, es gibt bestimmt eine Mod, wo man perfekte Kreise mitbauen kann. Na, das ist auch schon wieder... ich will es ein bisschen länger, damit ich nicht so viele Doppelkreuzungen habe. So, und von hier könnte man dann quasi gerade rüber... Nach da? Das ist hier nicht so eine komische Straße. Ach, das ist eine Bushaltestelle, alles klar. Den könnte man dann quasi hier so gerade rüberziehen. So. Spuren, und das kann man ja alles einstellen, das ist nicht das Problem. Hätte man hier noch so einen extra Bereich? Hier müsste ich dann mal gucken, wie ich es am besten mache. Die Straßen eigentlich auch so schräg. Aber hier will ich ja wieder kleine Straßen zwischen haben. Aber allerdings muss er hier ja auch verbunden werden, dann hätte ich hier eine Viererkreuzung. Da müsste ich erstmal gucken, wie ich das am besten mache. Hier rüber ist auch blöd, weil da eine Kreuzung ist. Was ist denn das hier auf einer Straße? Eine kleine Nebenstraße, ne? Nicht den von hier, das ist doch weit genug auseinander, oder? So ein bisschen schräg ranführe. So. Hier müsste ich dann nochmal verbinden. Hier wären. Hier sind auch so viele Kreuzungen. Aber gut, hier ist, geht's wohl. Hier ist nur eine Nebenstraße. So. Der müsste denn hier auch noch mal ran. Quasi als Mittelpunkt. Bloß, dass diesmal was... Warte mal, den könnte man hier perfekt an der U-Bahn vorbeiziehen. So. Ich glaube, das ist weit genug auseinander. Ja. Den müsste ich aber trotzdem den noch irgendwie anschließen. Und wenn ich hier jetzt so schräg ziehe, habe ich wieder viel zu viele Kreuzungen im Kreise. Also hier werde ich vor Viererkreuzung machen müssen. Was gar nicht geht, weil das zu schief ist, ne? Ach ja... Ah ja, ich und meine Eierkreisel. Da denn nochmal. Aber wie gesagt, das soll auch kein normaler Verkehrskreisel werden. Also nur eine etwas abgerundete Straße. Ich glaube, das reicht für das kleine Ding hier. Ja, hier soll auch keine Vorfahrtsregelung rein oder sowas. Ich stelle erstmal die Spuren ein. Zack, wie gesagt, das soll einfach nur eine runde Straße werden und kein Kreisel. So, da müsste ich dann nochmal einstellen. Hier ebenfalls, das habe ich ja neu gebaut. Da. Hier natürlich. Hier nochmal. Und hier glaube ich auch nochmal. Ja. So, dann müsste das hinkommen. Und dann müssen hier quasi so kleine Nebenstraßen rein. Ich gucke jetzt bloß noch einmal kurz nach Ampeln, ob das auch alles so seinem rechten Ding zugeht. Ampeln, Ampeln, Ampeln. Na, dachte ich mir. Da ist, da ist, da ist und hier ist. Ah, da müsste ich nochmal bei Traffic Manager die Einstellung gucken. Ich meine mal gesehen zu haben, dass es eine Funktion gibt, dass Ampeln automatisch nicht gesetzt werden beim Straßenbauen. Dass man sie selber quasi aktivieren muss, wenn man sie haben möchte. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja. Hier, gut. Dann kann das Ganze nämlich schon mal weiterlaufen. Ich mache das auch mal wieder schneller. Ups. So, hier sollten dann so kleine Nebenstraßen rein. Dann nehmen wir die. Die da wieder, die schönen Bäumchenstraßen. Ah, muss ich mal gucken, wie ich es am besten mache. Hier muss ich mal wieder ein bisschen Pi mal Auge. Mit ein bisschen, naja, ich habe halt ein sehr schiefes Augenmaß. So ungefähr. Könnte man hier mit dem Gehweg verbinden. Da eigentlich ebenfalls, weil sonst hätte ich hier zu viele Kreuzungen. So. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal hier. Ups. Na. So, hier dann einmal rum. Hier nochmal rum. Ah, den müsste ich eigentlich so schräg rüberziehen. Das hier so als kleines Gebiet, da müsste noch mal eine Straße. Das Problem ist, das muss ja auch irgendwo angeschlossen werden, sonst kommen sie da ja nicht hin. Das bringt mir ja so gar nichts. Ich meine, hier so kleine Nebenstraßen. Man könnte quasi eine von hier... Ah, warte mal. Erstmal baue ich das Stück hier. Hier so nochmal lang. So. Den verbinde ich damit.
Und hier ungern, weil hier ist eh schon so viel Verkehr. Also die ziehe ich da definitiv nicht mit ran. Die kann man nicht ein Stückchen verlängern, ja, aber nicht da rein. Da kann höchstens ein Gehweg hin. So, aber den könnte man quasi hier ranziehen. So. Aber Alex, die kleine Straße für das ganze Stück wäre leicht ein bisschen... Das wäre doof. Könnte man hier zwar auch noch mit ran machen, aber... Was jetzt so gut kommt? Und dann könnte man hier quasi auch nochmal verbinden. Jetzt habe ich zwar jede Menge Viererkreuzungen. Ich hoffe aber, dass es gut geht, wegen hier, weil es kleine Nebenstraßen sind. Dann sind zumindest drei Möglichkeiten, hier reinzukommen. Obwohl ich sie schon gerne hier mit dran hätte, ne? Ah, ich probiere es erstmal aus. Notfalls reiße ich später wieder weg. Muss ich aber ganz dringend erstmal nach Ampeln gucken. Kann nämlich sein, dass der Kreis so nicht mehr richtig funktioniert. Gut, da hat er keiner hingemacht. Es sind wahrscheinlich wieder ein paar Spuren kaputt. Da ist noch was. Jo. So. Hier wahrscheinlich. So. Und hier auch nochmal. Gut. Ob das Ganze jetzt so funktioniert, weiß ich nicht. Ich frage mich sowieso, warum die jetzt gerade hier durchbrummen. Hier ist nämlich schon relativ voll. So, bevor ich jetzt hier die Straßen weiterziehe, gucke ich erstmal, ob da Wasser ist. Wasser ist, sehr schön. Dann müsste ich erstmal nach Polizei, Feuerwehr und sowas gucken. Krankenhaus ist ja noch relativ gut abgedeckt. Hier kann man ja hier unten eins hinsetzen, aber hier oben braucht nicht unbedingt. Altersheim habe ich erst gebaut. Ja, ist ziemlich gut abgedeckt hier. Kinderkrankenhaus ist hier eher mager abgedeckt. Gut, dann machen wir hier ein Kinderkrankenhaus mit hin. Wie sieht es mit Krematorium aus? Geht auch relativ gut. Sehr schön. Polente ist auch hier. Jo. Und Polizei. Ne, Feuerwehr war das. Polizei ist aber auch da. Gut. Parks vielleicht ein bisschen. Obwohl, hier haben wir, hier haben wir. Aber weißt du was? Ich baue hier so einen kleinen Hundepark an den Kreisel. So. Den haben wir hier auch. Hier sollen ja sowieso größtenteils Geschäfte rein. In die Mitte möchte ich so ein bisschen klein. Mit so ein kleiner Geschäftskreise. Und hier außen rum. Ah, warte mal, das mache ich anders. Die Dinger hier kommen noch klein. Und außen rum kommt dann groß. Quasi so eine runde Einkaufsmeile. Ich hoffe, das geht gut. Aber ich wüsste nicht, wie ich anders noch gegen die Geschäftsansturm da ankommen soll. Da die Industrie ja schon rummeckert, muss ich leider mal ein bisschen verstärkt Geschäft bauen. Dürfte noch keinen Strom haben, deswegen drücke ich mal Pause. So, der noch und hier die noch. Und hier außen rum kommt dann groß. So. Dip, 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 dip. Aber bevor die sich hier jetzt aufbauen, einmal anpinseln. Ich hätte da gerne eine Biomeile. So. Also Selbstversorger und Bio. Sehr schön. Gut, und die denn einmal machen zu Gewerbe, biologische und lokale Herstellung. Bitte sehr. So, wie sieht es denn aus mit Strom? Strom ist hier nämlich gerade sehr schlecht. Wenn ich Glück habe, verbindet sich das hier aber von alleine. Ich lasse das mal weiterlaufen. Hier außenrum möchte ich natürlich vereinzelt ein paar Büros haben. Aber nicht viel. Hier vielleicht ein Büro hin. So, damit sich das hier verbindet. Vielleicht hier noch so zwei kleine Anwaltsbüros. Und da noch. Und ein paar Bewohner dazwischen. Na, Bewohner, 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 Bewohner. Alter, es hört sich ja schon an wie bei Animal Crossing. Bewohner, so. Hier noch ein bisschen. Und da, und da, und ja, da von mir ist auch. Hier ist noch ein bisschen wenig. Da kann auch noch ein bisschen hin. So. Und da ein bisschen. Der Rest werden große Bewohner. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Strom. Das kommt doch gleich. Jetzt nehme ich hier aber mal den Pinsel. So, 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 so. Nein. So. Hier nochmal lang. Es dürfte sich das zumindest gleich hier irgendwie mal verbinden, hoffe ich. Baut sich ja schon ein bisschen was auf.
So. Dann kommt hier hoffentlich auch mal Strom an. So, da noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. So. Der Rest müssen erstmal Straßen hin. So, Strom hat sich anscheinend auch nicht verbunden. Hier zwar schon ein bisschen mehr, aber hier zwischen fehlt noch. Wird er hoffentlich gleich mal machen. Der hat auch schon Strom. Ja, das dürfte sich gleich verbinden. Die breiten sich ja immer weiter aus. Sobald sich hier was aufbaut, dem kleinen Stück, hat das hier alle Strom. Ja, und das dürfte gleich kommen. Denn fangen vielleicht die Geschäfte, die Industrie, nicht mehr ganz so an zu meckern, weil jetzt haben sie ja neue Kunden. Auch wenn die sich teilweise selbst versorgen, aber ich glaube, ein paar Waren kriegen die trotzdem geliefert. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich hoffe es. Da guckst du, drum ist da. Sehr schön. Jo. So soll es sein. Jut, jut, jut. Dann sollen sie sich erstmal aufbauen. Das hier wird sich hoffentlich noch klären. Das sind teilweise die etwas übertriebenen Busse hier, die hier langfahren. Aber halt auch sehr viel Verkehr von da. Das ist hier halt wieder so ein Viererkreuzungsproblem. Ja, gut. Die lassen sich halt nicht immer verhindern, aber es geht. Hier bauen die sich gerade sehr schön auf. Hier haben sie sich ja auch schon sehr schön aufgebaut. So soll es doch sein. Hier muss ich abwarten, bis sich da alles aufgebaut hat. Ansonsten, ich habe hier ja noch Platz für Geschäfte, müssen da auch noch ein paar normale mitzwischen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Selbstversorger wirklich sich komplett selbst versorgen oder ob sie noch zusätzlich Waren geliefert kriegen. Da heißt es abwarten. Zumindest sieht das aus wie so ein kleiner Obststand. Bioboom, ja, ist auch einer. Hier haben wir den Kraftladen. Ohne Konservierungsstoffe. Zur Risiken und Nebenwirkung fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das werde ich hier noch einmal langziehen. Das ist halt echt blöd gemacht hier. Den werde ich so machen, aber hier anschließen. Tickchen weiter, ein kleines Tickchen, so ungefähr. Und den jetzt mit einer asymmetrischen daran. So. Ich glaube, hier sind die Kreuzungen weitaus genug auseinander. Denn da nochmal. So, na. Willst du wohl? Das ist auch nicht so einfach mit den Kurven hier. So. So, hier nochmal rum. Ich glaube, den werde ich so machen und hier verbinden. Und den... warte mal, das mache ich wieder so. Einmal hier so hoch, aber nicht darin. Sondern ist die Spur falsch? Nein. Hier noch einmal so quer, zack. Und da nochmal quer. Der ist ja da verbunden. Wie gesagt, das ist ja auch wieder nur so ein kleines Nebending. Strom hat er zumindest. Aufbauen tun sie sich ja auch wunderbar. Die Cessna-Frage ist im Moment nicht wirklich. Klar, die haben ja auch noch genug. Kommt ja alles noch. So, jetzt dürfte hier aber wieder eine Ampel drin stecken. Oder? Ja. Gut, einmal gucken sie richtige Spuren für dann. Ich hoffe, das endet hier nicht im Super-GAU, oder das werden wir sehen. Hier müsste aber die Spur richtig. Der Rest ist ja alles Tutti-Frutti hier. Gut. Hier werde ich jetzt auch noch mal ein paar einzelne Geschäfte mit zwischensetzen, aber die bleiben normal. Ich bin mir nicht so sicher mit der Industrie. So. Da noch eins. Und hier noch. Hier kann noch so ein paar Kinder. So. Haben wir noch einen hin? Da und da. Ja, hier von mir ist auch. Und da. So, der Rest werden wieder Wohnungen. Und vielleicht noch ein paar einzelne Büros dazwischen. So. So, Büros. Hier mache ich mal so eine kleine Büroecke. So. Da noch mal ein bisschen hin. Da noch mal ein bisschen. Und hier noch mal ein bisschen. Von mir ist da auch noch eins. So, der Rest werden jetzt große Wohnhäuser. Da, da. So.
Denn mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht beruhigt sich die Industrie ein bisschen, weil zumindest sind jetzt definitiv mehr Leute da als vorher, die irgendwelche Waren abnehmen. So. Zack, 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 zack. Zumindest, sobald sie sich aufgebaut haben. Bauen sich ja sehr langsam auf, aber es kommt. Wasser war hier auch noch, ne? Ja. Strom müsste sich auch verbinden, geht hier ja automatisch rüber. Das ist nicht das Problem. Das dauert ja eh eine ganze Weile, bis sich das hier aufgebaut haben. Dadurch, dass jetzt aber auch mehr Arbeiter gebraucht werden, dürfen die Bewohner wieder hochgehen. Die haben ja auch genug Platz zum Aufbauen. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Boost-Linien? Die, genau, ging einmal hier rum und darum. Ja gut, die haben hier eine Boost-Linie direkt vorbeifahren. Die können ja ins Stück hier laufen, so ist es nicht. Da ist auch eine Boost-Linie. Aber das Beta muss definitiv nur hier irgendwie eine lang, die die U-Bahn-Stationen ansteuert. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut, aber ich würde sagen, ich lasse sie hier jetzt erstmal aufbauen. Das ist mal eine Frage der Zeit, wie sich das jetzt alles entwickelt. Müssen ja auch erstmal Arbeit daran schaffen. Aber guck, da bauen sie auch schon im neuen. Sehr schön. Gut, gut, gut. Leichter Zugstau hier. Das liegt aber daran, dass sie hier halt warten müssen, bis der Zug hier auf die andere Seite zurückfährt. Das ist halt ein bisschen Blöcke baut. Hier gehen die schon pleite mangels, dass sie ihre Waren nicht loswerden. Trotzdem ist sie relativ voll. Also kein Stau. Es geht hier bloß sehr langsam rum. Hier ist gut. Dann überprüfe ich nochmal. Hier geht es auch sehr langsam rum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Industrie bei euch im Moment keine. Wir haben eh schon viel zu viele. Jetzt wären in Zukunft eher mal Bürogebiete angebracht. Hier ist ein bisschen voll. Hier ist immer noch das Problem. Warum eigentlich? Das Industriegebiet ist das nicht. Das ist ziemlich langsam rumgeht, ne? Ah, das ist das gleiche, was wir dem anderen Kreisel auch hatten. Können zwar die Straße schneller machen, wird letztendlich nichts viel bringen, dann kommen sie ja trotzdem nicht schneller rum. Viele wollen nach links, ne? Das ist, weil sie sich hier halt wieder gegenseitig blockieren. Viele, die von da kommen, wollen ebenfalls hier rein, genauso wie viele, die von da wollen. Also entweder den Kreisel größer machen, was wahrscheinlich nicht viel bringt. Das liegt für mich zum Teil hier dran, dass sie einfach zu langsam rumkommen. Den Kreisel schneller machen geht nicht, da fährt unten keiner mehr durch. Ich werde mal versuchen, ihn größer zu machen. Und zwar, ich probiere es erstmal mit vierspurig. Zack. So. Bringt wahrscheinlich nicht allzu viel. Dafür müsste ich noch einmal kurz die Vorfahrtsregelung hier neu einstellen. So. Aber gut, gern. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt großartig hier was ändern wird. Wir haben nach wie vor nur eine Spur, die rumführt, aber dafür jetzt drei Spuren, wo sie weiterfahren können. Das waren jetzt natürlich die, die auf der falschen Spur standen. Das Problem ist halt auch, dass die, die von hier unten kommen, gar keine andere Wahl haben, als hier abzubiegen. Weil der Kreisel einfach zu klein ist. Ne? Aber allerdings, wo sollen sie auch sonst hin? Umdrehen brauchen sie hier nicht. Und wenn sie auf die Autobahn wollen, können sie unten durchfahren, was sie aber anscheinend gar nicht tun. Ich habe das Gefühl, viele drehen hier einfach nur um. Guck mal, wenn man mal so beachtet, von da ja, von hier fährt so gut wie niemand, na, bis auf der eine jetzt mal, wofür Effekt, unten durch. Wenn ich den, ich probiere es einfach mal, Autobahn, zumindest für die Restabbieger, wenn ich denen von hier eine kleine Abzweigung gebe, quasi, na, hier ran, das zumindest die Leute, die nach rechts wollen. Hier müsste natürlich die Spur richtig eingestellt werden und die Ampel raus. So. Na. Die hier natürlich nur nach rechts dürfen. Soll rein für die Restabbieger da sein.
So, einmal die Ampel raus. Und dann müsste das Stück hier unten einmal zu einer Zweispurin gemacht werden. Zack. Quasi eine geradeaus, eine rechts abfährt. Das vielleicht zumindest die, die hier nach rechts wollen. Die links abbiegen dann weiter durch den Kreisel, aber die, die nach rechts fahren, gleich hier abfahren. Ob das so funktioniert, ist eine andere Frage. Dauert ja mal so eine Weile, bis sie das checken. Aber zumindest geht schon mal dich schneller durch den Kreisel, wie es aussieht. Ja, guck mal, es fahren sogar welche ab. Jetzt wollen sie alle nach rechts, oder was? Ne, ein paar fahren auch nach links weiter. Gut. Ja, die verteilen sich relativ gut. Das ist schön. Dass ich sie hier ein bisschen aufspalte, dass nicht ganz so viel in den Kreisel fährt. Das hat sich jetzt natürlich eine Menge angesammelt, aber das dürfte hier ja ein bisschen weniger werden. Kann natürlich sein, dass sich das hier jetzt staut. Tut sie es auch. Wieso bleiben die denn hier stehen? In der Ampel? Nö. Also die Geradeausfahrer dürften hier ohne Probleme weiterkommen, aber viele wollen nach links, ne? Ja, das ist jetzt natürlich wieder so ein Problem. Gut, in den Kreisel fährt nicht mehr ganz so viel, dadurch kommen die besser rum und dann laufen die nachher weg. Also den Kreisel dürfte ich so nicht freikriegen, weil jetzt schaut es hier. Ach, das ist doch wieder herrlich. Das ist doch... Ah, abwarten. Viele fahren hier ab. Das dürfte da auch irgendwann weglaufen, oder? So viele sind das doch gar nicht. Die bleiben hier halt stehen, weil sie alle auf die linke Spur wollen. Aber dafür ist hier auch weggelaufen. Wenn ich Glück habe, wird das noch weniger. Aber so viel kommt hier ja gar nicht. Google mal. Das heißt, da läuft von da an schon nicht mehr so viele Kreise. Das heißt, die können durchfahren. Hier ist halt das Problem, dass sehr viele jetzt nach links wollen, weil die Restabbieger fahren natürlich hier ab. Bis auf ein paar einzelne. Und da kommt halt sehr viel Gegenverkehr. Ah, jetzt kommt aber auch mal wieder ein ganzer Schwung rum. Wenn ich Glück habe, klärt sich das Ganze. Hier ist halt ein dämliches Doppelkreuz ein Problem. Ah, könnte klappen, könnte nicht klappen. Da muss man abwarten. Hier ist halt immer noch, Kreiser hat natürlich Vorfahrt. Das scheint aber auch langsam kürzer zu werden. Das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile, bis das hier alles reingeflossen ist. Aber es wird immer mehr. Das freut mich. Das hier scheint zu funktionieren. Hier ist schon mal kein Stau. Das wird auch kürzer. Sehr schön. Gut, den Kreisel ein Tickchen entschärft. Das ist jetzt noch nicht perfekt, aber es ist nicht mehr ganz so viel. Das freut mich so ein bisschen. So, jetzt geht das Ganze wieder ein Stückchen weiter. Ja. Scheint zu klappen. Sehr schön. Die blockieren sich jetzt nicht mehr so extrem. Gut, gut, gut. Und hier hinten ist ja sowieso gut Verkehr, aber es läuft. Sehr schön. Die quaken immer noch rum. Das ist klar. So schnell baut sich das hier vorne nur auch nicht auf. Hier ist noch jede Menge Platz, obwohl die Geschäfte haben sich schon aufgebaut. Nee, da können sich noch Geschäfte aufbauen. Okay. Ist halt momentan nicht so die extreme Nachfrage. Gut, dann würde ich sagen, hier erstmal abwarten. Die brauchen ja noch Arbeiter und so weiter und so fort. Ich muss hier auch ein bisschen den Verkehr im Auge behalten. Nicht, dass sich das hier nachher staut. Kommt aber alles noch. Und dann dürften vielleicht auch mal ein paar weniger rummeckern. Ich glaube, ich habe zu viele Fabriken. Sehr schön. Auf jeden Fall sind wir erstmal am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.